Hattest du denn ein Fußballvorbild gehabt? Welche Position hast du denn gespielt? Ich habe eigentlich mein Leben lang Zehner gespielt. So einen klassischen Zehner gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist ja eher so ein Sechser jetzt mittlerweile. Einen richtigen Zehner gibt es nicht mehr. Also ich muss ehrlich gestehen, dass für mich Zidane mein Spieler war eigentlich. Du bist Fußball interessiert, du hast die letzte Saison wahrscheinlich auch gut beobachtet. Wir wollen gar nicht über den HSV reden oder so. Wer war denn für dich so Spieler der Saison? Oh, das ist... Gute Frage. Kann ich so gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Oder so eine Überraschung der Saison, wo du sagst, hey, wow, was die da so leisten, finde ich klasse. Ach, ich muss sagen, ich freue mich jedes Jahr, dass es auch immer wieder Überraschungen gibt, ne? Dass nicht immer alles gleich läuft, dass es immer mal wieder Überraschungen gibt. Klar, irgendwie mit Bayern vorne ist oftmals leider schwer zu schlagen, ehrlich gesagt. Und dass man da ein zweites Bayern, ich bin jetzt auch kein Bayern-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, die haben schon eine super Mannschaft und im internationalen Wettbewerb hat es leider nicht gereicht, fand ich sehr schade, aber mal gucken, was nächstes Jahr ist. Wie wirst du die WM gucken? Ach, ich glaube mal so, mal so. Ich mag auch in Ruhe mal gucken, aber ich finde halt auch Stimmung gut, wo man wirklich mit vielen Leuten ein Spiel guckt. Ich glaube, das kommt dann drauf an, welches Spiel und wie man zeitlich auch unterwegs ist. Und wer wird Weltmeister? Also für mich gibt es eigentlich drei Mannschaften. Also ich glaube, dass Frankreich eine sehr, sehr starke Mannschaft hat. Spanien wird auch mitspielen. England hat auch keine schlechte Mannschaft und natürlich wir Deutschen. Und was wirst du heute hier so abliefern? Naja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe letzte Woche in Aachen gespielt bei David Odonko, da war ich mit mir überhaupt nicht zufrieden. Insofern hoffe ich, dass es heute besser ist und wir natürlich Petros Team gewinnt. Bei dem Wetter Luft für 90 Minuten? Naja, ich bin jetzt auch nicht mehr fit. Ne? Ich meine, es ist glaube ich was anderes, wenn man damals fünfmal die Woche trainiert hat, als jetzt mal sporadisch spielen und ein bisschen Fitness machen, ein bisschen laufen, das ist schon was anderes. Aber wenn ich mich mal so umgucke, da gibt es auch andere, die weniger fit sind als ich, glaube ich. Viel Spaß heute, Dankeschön. Alles klar, mach's gut. Ne? Danke. Verletz dich nicht. Nee, danke. Bleib gesund.